Was möchten Sie wissen? So, und zwar, genau, Symptome haben wir ja, Gegenmittel, das habe ich mich noch nicht gefragt. Gibt es ein Gegenmittel für Rizin? Leider nein. Sobald es in den menschlichen Organismus gelangt, ist das das Todesurteil. Man ja, super. Rizin kenne ich übrigens von Breaking Bad, ja. War, glaube ich, Rizin, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir vor kurzem noch zu Ende geguckt. Coole Serie auf jeden Fall. So, was haben wir denn? Okay, hier gibt es einiges zu untersuchen. Schießpulver. Ja, oh, viel sogar. Sehr gut. Okay, da ist Westerburg. Ach. Einfach eintreten die Tür, Mensch. Aber nicht durcheinander bringen. Ich habe nur die Tür eingetreten. Keine Sorge. Was ist das? Okay. Edwin heißt er. Mitteilung von Professor Westerburg. Das ist doch absurd. Wie kann es 5 Monate dauern, mein Büro zu renovieren? Ich habe genug davon, in Gang zu arbeiten. Werde erst wieder einen Fuß in dieses Gebäude setzen, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Oder wenn Sie mir Cavendishs Büro geben. Sagen Sie das der Leitung. Für mich war es das mit dieser Farce. Westerburg. Achso, jetzt war nur Shield. Zutritt für Unbefugte verboten. Jo, ich bin befugt. Ist ja ein Riesenraum. Leck mich am Arsch. Die Flaschen sehen genauso aus wie die mit dem Gift. Ah. Frage nur. Wo ist das, was ich gucken kann? Die Flaschen sehen genauso aus wie die mit dem Gift. Ach, guck mal. Da muss ich lang. Und da muss ich lang. Okay, dankeschön. Was in den Bücherregal, was verdächtig sein könnte? Nein. Ein Stück Seife. Ah. Sollte für die Fertigung eines Zweitschlüssels reichen. Jetzt weiß ich, wer es war. Agent 47. Sauber. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Und alle Hinweise auch? Ne, die noch nicht, okay. Das ist der Cavendish? Okay. Da ist noch was. Entwurf eines Artikels. Brüder und Schwestern, durchgestrichen. Zu persönlich. Meine amerikanischen Mitbürger, durchgestrichen. Sie sind auch Amerikaner. Bürger von Oakmont. Wie lange sollen wir noch dabei zusehen, wie diese fischartigen Bast, durchgestrichen, diese Meeresgestalten, durchgestrichen. Wie lange sollen wir das noch hinnehmen? Diese vermaledeiten Degenerierten, die sich im IOD zusammengerottet haben, durchgestrichen. Kam wohl noch nicht so ganz klar mit seinen Versuchen. Oh, da sind noch mehr. Noch mehr, Entwürfe seiner Rede oder seiner Nachricht. Gut, okay. Alter, jetzt haben wir ja ganz schön viel gefunden heute, ne? Ach komm, das ist auch nochmal Bestiarium. Ja, gehört natürlich auch noch dazu. Die Bücher interessieren mich jetzt gerade erstmal nicht. Judis verbunden haben wir auch gesehen. Okay. Was haben wir denn hier? Geheimer, die Wache hat vor Enna Angst. Das können wir vielleicht zusammenführen. Nee, das zählt nicht, okay. Professor Westerburg hat Zugang zum Gift. Gott sei Dank, das kann doch gut zusammengehören. George Cavendish, ein Professor an der Universität von Oakmont, war derjenige, der das Gift entwendete. Er fertigte einen Zweitschlüssel zum Lagerraum mit den Giftbeständen der Universität an. Einer seiner Studenten vermutet, dass er irgendwo im Bezirk Edmund wohnt. So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube nicht, dass man irgendwas von den Hinweisen noch irgendwie zusammenführen kann. Würde für mich zumindest keinen Sinn ergeben erstmal. Ja gut, okay. Gut. Das heißt, ich muss so oder so zum Rathaus. Weil ich auch nochmal gucken muss, wer jetzt von den... Guck mal hier erstmal... Ach, habe ich schon gemacht, okay. Nee, wegen den Büchern muss ich, glaube ich, sowieso nochmal erstmal hier noch ein bisschen mich umschauen. Oh, kann ich nochmal mit dir quatschen? Nee, okay. Nix Man los. Sieht sich. So. Dann sind wir hier erstmal soweit durch. Gut. Fallmappe einmal kurz ändern. Zack. Und mal schauen, wo wir jetzt als nächstes hin können. Ja, ist eigentlich echt alles nicht weit weg, ne? Tot. Das sollte ich vielleicht auch mal einfach mal aufbessern, ne? Dass ich nicht mehr so viel Fallschaden erleide.
Ich habe jetzt übrigens mittlerweile schon die ersten Parts hier natürlich hochgeladen. Also sind auch schon die ersten, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Parts oder so. Ja, wie ich vermutet hatte, das Spiel kommt jetzt bei euch nicht so gut an. Ne? Guckt jetzt sich nicht so viele Leute an. Es ist halt auch eher ein gediegenes Spiel. Ne? Also ich finde es echt nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde das super, sogar sehr interessant. Da gibt es ja natürlich dann immer so mal hier und da immer mal eine Aufgabe, die schon vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger ist, als es sein müsste. Ne, gerade weil die Fortbewegung hier auch nicht so, ich sag mal, glücklich gelöst worden ist. Dass ich jetzt hier zum Beispiel einfach durch die Straßen rennen muss, dass dann hier und da nochmal ein bisschen Boot ist. Ja, gut. Aber ist halt so. Stört mich jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt denke, boah, was für ein Kackspiel. Ah, gibt halt einen kleinen, so einen bitteren Beigeschmack. So. Was ist hier los? Den lässt sich auch nicht stören, ne? Unglaublich. Komm ich da rein? Nö, gut. Entschuldigung. Hallo? Warum hast du blutige... Ach, egal. Ich frag dich. Oh, Wasser. So. Dann müsste... Ich glaube, hier ist das schon, ne? Wenn ich da rein kann? Ja, kann ich. Dann wird hier vermutlich schon das erste Büchlein liegen. Vielleicht. Aber wie schön sauber der Tisch ist. Guck euch das mal bitte an. Den würde ich so direkt mitnehmen. Die Tür gibt nicht nach. Ach komm. Soll es ein Witz sein? Weil hat ja gesagt, hier wäre das freistehende Anwesen oder was es da war, ne? Bin ich hier richtig? Ja. Also zumindest ist das der Ort, den ich vermutet habe, ja. Wo geht die Tür nicht auf? Schwachfug. Ups. Bestimmt eine Hintertür oder irgendwie ein Weg in den Keller oder sowas. Ah, guck mal. Auf! Ah, wir sind das Buchrestaurators, genau. Okay. Ah, scheiße, ich dachte, da könnte ich noch was. Warum ist das hier so windig? Es sah jetzt nicht so aus, als wenn das jetzt so krass offen wäre, das Gebäude. Ah, hier, ein Brief. Nicht abgeschickter Brief. Sehr geehrter Mr. Hopes, es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich Ihr Buch restaurieren konnte. In diesem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht Interesse an einigen Abschriften hätten. Ich würde mich geehrt fühlen, die Kopien dieses Werkes anzufertigen und Ihnen entstünden dabei keine Unkosten. Ich gehe fest davon aus, dass Sie meinem Vorschlag zustimmen und habe deswegen bereits Abschriften des ersten Kapitels angefertigt. Ein Buch, bei dem solche Macht Ihnen wohnt, verdient es, von vielen Menschen gelesen zu werden. Meinen Sie nicht auch? Ja, ne. Hat er gut restauriert, das Buch. Wenn ich mir mal so angucke. Ah, komm. Wie, da komme ich nicht rein. Warum nicht? Ein fetter Koffer. Ich muss... Ah. Die Tür gibt nicht nach. Einfach auch nur, damit ich gegebenenfalls einen zweiten Fluchtweg habe. Ich weiß ja nicht, was jetzt gleich passieren wird. Erst einmal Licht an und gucken. Und jetzt doch erstmal wieder traditionsgemäß den Keller an. Ist recht frei, der Keller. Oh, ich glaube, da gibt es noch ein zweites Untergeschoss, ja. Tatsächlich. Okay. Schöne Nähmaschine. Und ein Billardtisch, geil. Ist schon ein fettes Haus, ne? Echt gut Platz. Sapsch ist da unten. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter runter. Ich habe das früher als Kind schon immer gehasst, wenn meine Hosenbeine irgendwie nass waren und dadurch dann die Socken so ein bisschen nass geworden sind und... Fand ich nicht schön. Okay. Ist halt ein Raum, ne? Aber viel bringen scheint er mir jetzt gerade nicht. Kein Hinweis. Nicht mal irgendwelche Vorräte. Also nur Kulisse. Ist okay. Dann gehen wir halt wieder hoch. So, hier direkt noch einer oben. Hier hoffe ich jetzt mal ein bisschen was zu finden. Ja, da ist noch ein Brief, schön. Stück Papier, bitte, so hilft mir doch jemand. Ich will nicht mehr schreiben. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ich will schlafen, ich bin hungrig. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Das Buch soll aufhören, bitte. Und ungeschriebene Klänge in Form von Worten können die... Okay, jetzt kommt, wiederholt sich das nur dreimal.
Wo ist das Buch? Ich brauche das Buch. Hallo. Die Tür gibt nicht nach. Wie viele Schlösser jetzt hier sind, ne? Ah, okay. Wo war das denn hier? Ja, komm, mach fertig. Flumps. Ach du Scheiße, okay. Da ist es. Necronomicon. Gehen Sie. Ich darf nicht aufhören zu schreiben. So viele Wörter. Okay, da kommt auf jeden Fall schon mal der Wind her. Herr der Worte, aus der Feder Ihres ergebenen Dieners. Die Klänge, die unseren Zungen hervorbringen, bergen eine größere Macht, als Sie sich vorstellen können, werter Leser. Und geschriebene Klänge in Form von Worten können die Welt verändern. Ich werde Sie lehren, mit Worten schwache Geister zu kontrollieren. Knien Sie nieder vor diesem Buch, auf das eines Tages andere vor Ihnen niederknien werden. Mit dieser Macht weiß jedoch nicht jeder umzugehen. Wer nicht Ihrer würdig ist, fällt der Zerstörung anheim. Werter Leser, schreiben Sie diese Worte mit Ihrer eigenen Hand nieder, um sie als würdig zu erweisen. Werden Sie das Wagnis eingehen? Erklärt auf jeden Fall. Sag mal. Ey, ich lass dich in Ruhe, Alter. Ich bring dich doch jetzt nicht um. Okay, du willst sterben? Du willst sterben? Ich wollte den nicht töten. Ernsthaft. Ja gut, der ist jetzt auf das Buch abgefahren. Okay. Was soll ich machen? Ja gut, den ersten haben wir auf jeden Fall schon mal. Ist ja schon mal was. So, dann können wir den auf jeden Fall schon mal wegpacken. Dann können wir eigentlich direkt mit dem Buch weiter Richtung Süden, weil es ja auch nicht so weit entfernt. So, in der Zwischenzeit schon mal... Nochmal kurz heilen. Wir werden eh genug finden von den Sachen, die wir brauchen. Dankeschön. So. Einmal weiter Richtung Süden. Und los geht's. Und dann müssen wir sowieso, wie gesagt, zum Rathaus einmal zwei Adressen in Advent rausfinden. Und so ist das okay, wenn ich eh hier in der Gegend bin, ne, und jetzt statt mit der Hauptstory weiterzumachen, dann mal eben hier die zwei, drei Nebenaufgaben erfülle. Da finde ich das auch eigentlich echt gut gelöst, ne? Also mit dem Brief war halt so, das habe ich durch komplett Oakmont habe ich das getrieben, ne? Deswegen war es ein bisschen aufwendiger. Ja. Legen wir da an, laufen weiter und fahren dann nochmal das restliche Stückchen auch mit dem Bötchen. So. Oh no, befallenes Gebiet. Ja, andererseits heißt ja auch wiederum gute Vorräte, ne? Lauf, Schlappe. Wieder war nichts drin. Dich verarschen. Siehste, sag ich doch. Oh, es erscheint noch nicht vor meinem Gesicht. Ach, so ein Dicker. Hallo. Na? Alles Paletti? Ups. Ja, bleib geschmeidig. Warum habe ich das befallene Gebiet jetzt eigentlich nicht entdeckt? Hätte ich auch nochmal 40 Erfahrungspunkte bekommen können, du Sack. Ja, alles klar. Und hier müsste das eigentlich schon irgendwo fast sein, ne? So, schauen wir uns mal um. Ah. Hallo. Ach, Nase hat gejuckt. Haus der Studenten. Ach so. Schöne Studentenfick-Partys hier am Stissel. Sauber. Ja gut, sieht doch nicht so aus. Hallo. Was gucken Sie so? Gehen Sie. Sag mal. Wo ich bin jetzt hier einfach eingestiegen, muss ich zugeben, ne? Aber das sieht auf jeden Fall nach einer sehr spannenden WG aus. Überall tropft von der Decke. Sieht ja aus wie Dresden 45. Und ich so, ja, erstmal ein gutes Buch. Hi. Ja, du mir auch. Wir sind nur Studenten. Was wollen Sie von uns? Die greifen mich gleich bestimmt alle an. Dann kriege ich erstmal meinen Spaten ins Gesicht. Das ist Spaten. Nicht abgeschickter Brief. Man sagte mir, ich sollte Sie kontaktieren, sobald ich die Grenze überschritten habe. Wir sind zu dritt und haben es geschafft. Sagen Sie mir, ist es hier wirklich sicherer als in unserer Welt? Hier liegt so ein seltsamer Geruch in der Luft. Es stieg nach Wahnsinn. Und ist eines Ihrer Bücher in die Hände gefallen. Trotz meiner Bedenken werden wir weitere Zugänge hierher eröffnen. Unsererseits
unser Eins vereint das Leben mehr als die Menschen, die hier existieren. Wir kennen unbeschreibliche Schrecken. Wir kennen die Ewigkeit. Wir kennen Höllenqualen. Die Menschen hier kennen nur Schwelgerei und Egomanie. Wir werden zu ihnen und sie hören auf zu existieren. Aha. Okay. Hi. Was gucken Sie so? Gehen Sie. Okay, ich habe irgendwie Angst, dass die gleich ausrasten und ihr was mit mir vorhaben. Wo wir vielleicht wieder bei meiner eingangs erwähnten Party wären. Oh mein Gott. Dab, dieb, dalli, lieb, dieb, du. Wie? Ich kann da nicht rein.